Hallo und herzlich willkommen bei Antal Yesterday Livestream. Ich bin namens Selim Şimşek. Ich bin hier gerade in Kumköy und heute schauen wir uns hier ein Suite Hotel an. Das ist hier in Kumköy ein Hotel, das heißt Side Village Hotel. Denn ich wurde auch oft gefragt, ob ich auch mal kleinere Hotels vorstellen kann. Das ist ein kleines Suite Hotel hier in Kumköy, vom Strand gute 500 Meter entfernt und in der zweiten Hauptstraße von Kumköy mittlerweile, sagen wir mal zwischen dem Sidemar Resort und dem Wildersiedle Hotel, ist hier ein Hotel. Und das kann ich ja mal von hier aus zeigen. Schau mal, das ist hier das Side Village Hotel. Das Side Village Hotel ist in Kumköy ein kleineres Hotel mit insgesamt 150 Zimmern. Das war von der Sunis-Kette das allererste Hotel. Die Sunis-Kette ist ja auch bekannt mit dem Kumköy Beach oder mit dem Sunis Evren Beach zum Beispiel. Und das ist das erste Hotel von der Sunis-Kette. Da vorne sieht man auch das Wildersiedle Hotel, das Wildersiedle Residenz. Und da vorne sieht man das Side Mare Resort Hotel. Und genau zwischen diesen Hotels ist hier das Side Village Suite Hotel. Und heute schauen wir uns mal hier die Küche an. Wir haben hier eine ganz, ganz besondere Küche. Dafür sind ja auch die Sunis-Ketten sehr gut bekannt. Das für die Küche und alles mögliche. Und da schauen wir uns heute mal alles an. Das ist hier der Eingang. Und wie auch jedes Hotel hat hier das Side Village Hotel auch eine Rezeption. Das kann man ja auch sehen. Auch hier mit mehreren Uhrzeiten. Hier einmal die Rezeption in Side Village Hotel. Hallo. Dann hat man hier noch, wie in allen Hotels, auch eine Lobby. Das können wir uns mal hier anschauen. Das ist ja auch die Lobby. Und das Hotel, das Publikum in diesem Hotel sind 60% Skandinavier und 40% Deutsche. Aber die wollen es hier demnächst auf deutsches Publikum umwandeln, sagen wir mal so. Und das ist hier einmal die Lobby. Das kann man sich hier auch schauen. Mal sich anschauen. Ist schon alles ganz fein und schön gemacht. Und das Hotel ist auch für Rollstuhlfahrer oder für behinderte Leute auch sehr gut geeignet. Das ist ja mal die Lobby im Side Village Hotel in Kumköy. Das hat allerdings auch einen sehr, sehr schönen Strandabschnitt. Der Strandabschnitt ist zwischen dem Wildersiedle und dem Sunis Kumköy Beach Hotel. Der Strandabschnitt. Und das ist der Hund vom Besitzer. Die sind mir gerade auch entgegengekommen. Und dann können wir mal hier in die Anlage reingehen. Ist aber auch sehr schön frisiert und gefärbt. Gefärbtes Fell hat es auch. Der kleine süße Hund vom Side Village Hotel. Und hier sieht man auch die Sunis-Kette, die Auslagen. Hier das Side Village Hotel, eine Luftaufnahme. Hier einmal das Kumköy Beach Resort und Spa Hotel, das Evren Beach Resort und Spa Hotel, hier das FS Royal Palace und Spa Hotel oder hier Elite Beach Resort Hotel oder das Hotel Su. Das sind hier die Hotels,
von der Sunis-Kette. Und das Side Village Hotel war hier, wie gesagt, das allererste Hotel von dieser Kette. Und hier ist auch immer ausgeschildert, die haben ja auch einen Spa-Bereich, Spa- und Wellnessbereich. Oder hier ist auch ausgeschildert, was hier alles gemacht wird. Hier Mini-Club haben wir auch. Dann gehen wir mal hier ein bisschen in die Anlage rein. Wie gesagt, wir haben hier 150 Zimmer. Hier auch einen kleinen Spielplatz. Hier haben wir auch einen kleinen Spielplatz. Sportgeräte meine ich, entschuldigung, komme ich aus dem Spielplatz. Wir haben hier auch Sportgeräte im Hotel. Einen schönen Garten. Und die Suite Rooms sind mehr so in einem Apart-Stil hier. Schaut mal hier, kann man auch sehen. Wir schauen uns dann morgen hier ein schönes Zimmer dann an. Jetzt ist schon ein bisschen zu dunkel. Und hier geht es überall zu den Räumen. Das kann man ja auch sehen. Das sind hier die Suite-Apart-Räume. Wir sind jetzt zur Abendessenzeit. Wir zeigen euch hier die Küche, denn die Küche hier ist sehr bekannt, das Merjan Restaurant. Wir können auch mal kurz reinschauen. Da gehen wir auch gleich richtig rein. Da sieht man die Leute am Essen. Die haben sehr, sehr viele Kellner hier. Das ist hier der Pool. Und dort drüben ist einmal das Hauptgebäude. Das sieht man da auch. Also außer die Parts hat man hier auch ein Hauptgebäude. Das ist ja mal der schöne Pool. Sie haben hier alles, was natürlich auch ein 5-Sterne-Luxushotel hat. Auch das Restaurant, das wird dann auch sicherlich jetzt demnächst eröffnet. Und hier einmal nochmal das Hauptgebäude. Also es ist nicht so klein, wie es von da draußen ausschaut. Hier haben wir auch Mini-Pools. Kinderpool haben wir auch. Haben sie auch eine Nina Bar, die Patisserie. Und hier einmal der Blick auf dem Restaurant. Und hier einmal auf das Hauptgebäude. Und hier einmal auf die Apart-Suite-Seite.
und Arzt und Doktor gibt es hier auch. Also gibt es viele, vieles, was ein richtig 5-Sterne-Hotel auch hat. Und hier einmal die Kabine und WC ist auch ausgeschildert. Dann hat man hier auch einen Relaxpool. Nochmal im hinteren Bereich. Hier ist der Relaxpool. Hier geht es noch weiter mit den Zimmern. Also wie gesagt, es hat hier insgesamt 150 Zimmer. Es ist nicht so klein. Und hier ist dann ein Spielplatz. Das sind alles Zimmer von diesem Hotel, auch im hinteren Bereich. Der Relaxpool auch hier mit den ganzen Liegen, Schaukeln. Und auch mit Rutsche. Schaut mal, das ist hier nochmal der Rutschbereich. Und hier der Hammam- und Spa-Bereich. Also für alle, die es ein bisschen familiär mögen. Das ist ja auch ein bisschen so eine familiäre Stimmung hier im Hotel. Im Cedar Village Hotel hier in Kumköy. Und die Küche ist auch sehr gut. Das ist ein großes Menü, das habe ich mir gerade angeschaut gehabt. Also, das ist schon hier, was das Essen und Trinken angeht, schon ein tolles Hotel. Wir haben hier auch einen Friseur im Cedar Village Hotel. Hier Friseur und Market auch im Hotel von Cedar Village. Und hier nochmal der Kinderpool. Und hier nochmal eine Aussicht auf den Hauptpool. Und das ist hier mal die Patisserie. Das ist hier der Generalmanager, der Herr Binyamin. Das ist auch ein ganz, ganz netter, freundlicher Mann. Der stammt aus meiner Heimatstadt, aus Hatay. Kommt er auch, da komme ich ja auch her. Immer sehr freundlich, immer am Lachen, immer am Lächeln. Das ist hier auch. Naturell. Das ist naturell, ne? Alles? Das ist naturell, sagt er uns gerade, was man da hat. Kein Thema. Wird auch alles eingestellt und da jetzt, das ist hier nochmal die Patisserie. Wie gesagt, ich habe hier schon sehr viel Personal auch gesehen
im Hotel. Sehr, sehr viele Beschäftigte hier. Kann man dann hier in dieser Bar sind vier Leute gerade tätig. Und da kommt noch einer. Er zeigt doch noch mal hier kurz was. Hier noch mal der Bereich, der Billardtisch in der Patisserie. Türkiye'nin en büyük hayvan çiftliği bizim. Etler, sütler hepsi oradan gelir. Yeşil enerjiyle kullanıyoruz. Das ist hier auch der allergrößte Zuchtbereich der ganzen Türkei, was das Fleisch angeht. Sie züchten die Tiere auch selber, sagt er uns hier. Also die sind die größte in der ganzen Türkei. Und jetzt sind wir hier im Hauptrestaurant. Und hier stehen auch sehr viel aufmerksames Personal gleich da. Und die Leute genießen hier gerade ihr Abendessen. Das ist der Bereich, der will uns gerne was zeigen, der Hauptmanager. Das Fleisch, was hier ist, ist aus der eigenen Schlachterei, aus der eigenen Zucht, was die züchten, das Hotel. Das bereitet er was vor. Schaut mal. Auch in dem Hotel ist alles auf Grill, Holzkohle. Das sind hier auch alles Meeresfrüchte und Fischgerichte. Alles, was hier immer ist. Die ganzen kleinen Buffet. Sushi hast du ja auch hier. Hier. Also für so ein Suite-Hotel. Eigentlich schon sehr beeindruckend. Hier mit den Fischgerichten. Alles ganz, ganz toll vorbereitet. Hier auch mit den Scampis. Hier in die Soße. Eingelegt. Oder Calamaris. Oder auch Muscheln. Hier haben wir auch verschiedene Käsesorten. Das kann man noch sehen. Und hier noch mal ein bisschen Feinkost. Also was das alles ist, kann man, denke ich mal, hier sehen. Oliven, Gurken, Mais, eingelegtes Gemüse. Hier hat man auch im Obstbereich. Hier auch sehr viel an Obst da. Obstsalat. Man sieht, dass hier schon einiges vorbereitet ist. Hier ist dann auch der Brotbereich. Brot und Suppe. Halatscha-Suppe gibt es hier. Und vor allem auch hier eine Suppe. Das haben wir hier beim Obst, Gemüse und Dessertbereich angefangen und nur deshalb kann es weitergehen. Und Dessertbereich gibt es hier auch. Mhm.
Da wird auch immer nachgefüllt, logischerweise. Schaut mal, hier steht schon einiges an Personal da. Also so einen kleinen Baum hier, 1, 2, 3, 4, 5 Kellner, das fällt da richtig auf. Das ist natürlich super sowas, ne? Dann schauen wir uns hier nochmal den Steak, den Grillbereich an. Entschuldigung. Schaut mal hier. Indana Aubergine Kebab ist das. Das ist gegrillter Seebarsch. Hier gegrillter Truthahn. Kartoffelpüree, Reis. Verschiedene Sorten an Soßen. Hier Aufläufe. Auf türkische Art. Da ja, nochmal ein Zimmer. Wir haben ein Gemüse mit Kreuzsoße oder mal ein Oktopus, hat man nicht auch. Oder hier ein gegrilltes Huhn, Kalamaris, gefüllte Weizenfrikadellen, Ofenkartoffeln, Rindfleisch mit Brokkoli, Pommes. Hier nochmal der Nudelbereich. Hier kann man schon auf jeden Fall satt werden, sehe ich gerade hier. Hier sieht wirklich lecker aus und es ist alles sehr gut zubereitet, das muss ich wirklich hier sagen. Hier auch die verschiedenen Soßen für die Spaghetti und dann noch mit den Nudeln, dass man da jeder weiß, dass das für Nudeln ist. Hier gibt es nochmal die osmanischen Pfannen mit Gemüse. Oder hier nochmal der Pide-Bereich. Pide haben wir auch hier. Dort ist auch Steinofengrill. Die Meister sind da. Hallo. Dann auch hallo. Oder hier der Zucchini-Börek. Hier im Sili Village. Also es sieht schon alles sehr nett, freundlich und sehr warm aus. Und hier nochmal der Generalmanager am Essen. Er sieht gerade nicht. Am Essen nochmal. Und das ist hier der Speisesaal. Und hier gibt es noch einen oberen Bereich. Da gehen wir auch mal hin. Man sieht, dass man hier auf jeden Fall satt wird. Die Suis-Kette im Allgemeinen ist, wie gesagt, sehr bekannt für ihre Küche. Ganz kurz bitte. Und hier sieht man noch, wie gesagt, auch ihre Kellner. Jetzt gehen wir mal nach oben, wir machen einen oberen Bereich. Wir gehen jetzt nach dem oberen Bereich, da gibt es sowohl eine Bar als auch einen à la carte Bereich. Da gehen wir mal hoch. Hier ist hier der Village Hotel. Unter dem, über dem Hauptrestaurant ist oben das Merjan Restaurant, also das ist das à la carte Restaurant.
Und vergiss auch nicht, das Video zu teilen, um vielen Leuten zu zeigen, was hier einen erwartet, wenn man ins Side Village Hotel kommen sollte. Das à la carte macht jetzt sicherlich auch die Tage auf, denn hier kommen ja auch viele Familien hin. Das ist hier sowohl eine Bar als auch à la carte, oder vielleicht hat das auch tagsüber auf, ich weiß es gerade nicht. Habe ich jetzt nicht gefragt. Ich mache hier gerade allein eine Führung ohne Begleitung. Jetzt ist hier nochmal der Blick in Richtung Apart Suite Bereich und hier auch nochmal auf der anderen Seite. Wie gesagt, vom Meer ist es hier 500 Meter entfernt. Wir haben ein Hauptgebäude. Hier nochmal das Hauptgebäude. Von der Perspektive aus gesehen. Wir haben natürlich alle Hotels, die ein bisschen weiter weg vom Strand sind, haben auch alle einen Shuttle-Service zum Strand. Das ist hier nochmal der Blick auf den Hauptpool. Dort hinten der Kinderpool und dahinter ist der Relax-Pool. Das haben wir uns schon alles angeschaut. Hier nochmal auf die Apartzimmer. Und hier nochmal auf das Hauptgebäude. Ein Zimmer schauen wir uns dann höchstwahrscheinlich morgen dann an, in aller Ruhe. Jetzt ist schon ein bisschen dunkel geworden und dann können wir uns auch mal hier die Stimmung tagsüber anschauen, wie voll es hier dann noch ist, wenn es dann hier voll ist, am Pool und allen möglichen. Schauen wir uns noch mal dann tagsüber an. Wie gesagt, jetzt sind wir hier zum Abend hergekommen, haben uns mal hier das Gelände angeschaut, die Anlage und das Restaurant angeschaut, das Menü angeschaut. Und muss man sagen, es ist klein, aber fein. Hier drin. Side Village Hotel in Kumköl. Und wie gesagt, wir schauen uns dann noch morgen an, was sie für Zimmer haben. Und das Hotel ist hier in Kumköy, eigentlich ganz mitten in Kumköy. Wie gesagt, in der zweiten Hauptstraße mittlerweile in Kumköy. Zwischen dem Side Mare Resort und dem Villa Side Residenz.
gibt es hier das Suite Hotel, das erste Hotel von der Sunis-Kette, das Cedar Village Hotel. Die Sunis-Kette ist von Kumkyu Beach Resort und von Evren Beach Resort. Das ist vielleicht ein besserer Begriff für die Leute, für die die Sunis nicht gehört haben, aber dafür Kumkyu Beach oder Evren Beach kennen. Hier nochmal die Luftaufnahmen. Cedar Village Hotel, was wir uns gerade angeschaut haben. Hier das Kumkyu Beach Resort Hotel und Spa. Hier das Evren Beach. Wir haben auch den Fluss von Evren Seki. Also für alle, die gerne mal in dem Hotel hier ihr Urlaub verbringen möchten, wie gesagt, das Hotel wird jetzt zum deutschen Publikum umgewandelt. 60% sind es Skandinavier gerade hier, aber das Cedar Village hier in Kumköy hat bald hier deutsche Gäste, nur deutsche Gäste. Wie gesagt, da vorne sieht man das Cedar Mare Resort Hotel. Und auf der anderen Seite ist das Villa Cedar Residence Hotel, damit einige Leute eine Vorstellung haben, wo das Hotel ist. Hier in Kumköy. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich danke euch alle, dass ihr alle wieder dabei wart. Vergesst nicht, das Video zu teilen. Ich danke euch für die Likes, für die Sterne, für die Kommentare und fürs Teilen. Ich wünsche euch dann allen einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.